Ja, und damit hallöche Popöchen, liebe Freunde, da sind wir wieder. Ja, viele haben sich eventuell gewundert, warum jetzt in letzter Zeit so wenig auf YouTube hochgeladen worden ist. Das liegt daran, wir haben heute den, lasst mich nicht lügen, den 7.3.2021 und ich bin genau vor einer Woche umgezogen. Ich habe zwar genug vorproduziert gehabt, aber das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, wenn man Sachen vorproduziert, ist das echt toll. Löblich, ich springe mal kurz auf. Es ist aber ein bisschen doof, wenn man dann vergisst, die Sachen auch schon hochzuladen, ne? Das ist, ja. Was bist du denn? Was ist das? Ein Apfelbaum, glaube ich, ne? Dementsprechend habe ich leider keine Folgen hochgeladen und das war ein bisschen... Ist ein bisschen dumm, weil ich habe so eine Befürchtung, da wir ja zwischen den Folgenstream oder Live-Let's Play-Aufnahmen auch gemacht haben, im Stream, habe ich so ein bisschen Angst. Hier ist Hundi. Hallo, danke. Na, Hundi, dir geht's gut? Ja, das ist schön. Habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass da eventuell einige Folgen jetzt hinten runterfallen, weil ich Idiot vergessen habe, die zu exportieren nach Twitch. Nach YouTube? Ein Weitländer. Das ist ja nett. Grundsätzlich nett, so ein Weitländer. Ach, ich muss ganz nach unten. Was ich diese Folge machen wollte. Und diese Aufnahme. By the way, ich habe immer noch kein Internet. Es ist sehr nervig. Ja, Telekom lässt einen mal wieder dezent lange warten. Das müsste reichen. Und zwar möchte ich gerne Schienen machen. Ich möchte nämlich einen Bahnhof bauen. Sticks wollte für ohne Ende, ne? Ja gut, dann holen wir uns mal oben Sticks. Also nichts weltbewegen ist heute. Bunker Hill haben wir im letzten Stream ja angefangen. Da müssen wir auch noch weitermachen. Sind das Sticks? Oh, sieht aus wie Sticks. Sieht gut aus. Ja, das sind Sticks. Wir können daraus machen. 16 Stück. Natürlich jetzt nicht so viel. Oh. Ach, mit einem habe ich 6. Ja, never mind. Gut, dass das nicht so viel ist, ne? So, ich meine, wir haben Eisen genug, ganz ehrlich. Wir haben Eisen. Haben wir en masse. Redstone brauche ich auch noch. So. Weil ich will nämlich auch noch eine Antriebsschiene bauen. Und dafür brauche ich Gold, kein Redstone. Kein Eisen. Ja, wer kommt denn auf die Idee? Auf jeden Fall, ich bin gerade immer noch nicht online, was mich ziemlich nervt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das nervt. Soll angeblich... Fuck. Das war dumm. Soll angeblich die Woche kommen. Eventuell. Kurz wieder hier hoch. Wie gesagt, Betonung liegt auf... Angeblich, eventuell, Telekom will am 10.3. jetzt kommen. Dass ich genug Gold habe. Okay, das müsste reichen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ob die dann auch wirklich kommen, ob sie nicht kommen werden. Das weiß man halt bei der Telekom nie so genau, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ah, oh, wir können noch ein bisschen mehr Gold nehmen. Hab ich noch genug Stickies? Stickies müssen ich noch genug haben anscheinend. War 3 Stacks. Wie kann ich davon machen? Genau ein. Das ist ja richtig viel. Das ist ja mal richtig viel. Wir brauchen mindestens 4 Loren. So, zack, kennt man das auch. Brauchen wir sonst noch irgendwas Großartiges? Werkzeugtechnisch, wie sieht's denn? Hm. Ach, der hat die Option wieder zurückgesetzt, ne? Das machen wir mal eben kurz schnell. Das ist ja kein Problem. Kompass anzeigen. Blablabla. Open, close. Curious ist richtig. Was wollte ich denn jetzt suchen? Ach so, Cycle 2 Belt. Ja. Das müsste alt sein, ne? Das brauche Standard jetzt mit V. Ja. Davon haben wir eigentlich. Wir müssten eigentlich von allen genug haben. Das ist schon mal gut. Ich werde mir aber oben. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Redstone Dust mit. Oh, wir haben kein Gold mehr. Das ist nicht gut. Ich tue die 11 mal hier oben wieder rein. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Gold. By the way, ich habe ein bisschen... Achso, ich wollte ja mehr Holz mitnehmen, damit ich hier...
Damit ich mir hier... Was ist das eigentlich für ein Holz? Tannenbaumstamm, das ist ja doof. Dann habe ich auch nur 7. Dafür müsste ich genug haben. Ja. Mit zwischendurch auch noch... sag mal schnell. Truhe basteln kann. Ins Inventar komme ich so, das ist gut. Aber hier haben wir auch noch Scheiße ohne Ende rumfliegen. Das ist auch ganz gut. Wo habe ich denn die... Hallo? Alt? Achso. Habe ich denn mal eine Diamantsäge? Die habe ich ja gar nicht mehr. Doch, da. Okay, Diamond Sword haben wir. Das ist gut. Wie gesagt, ich möchte hier so einen kleinen, aber ganz kleinen, dezenten, überhaupt nicht übertriebenen, man kennt es ja, Bahnhof bauen. Hier ist wieder irgendwo ein Skelett. War nicht hier hinter. Kuckuck. Oh, doch nicht. Ja, den Garten haben wir ja. Ah, ist einer. Junge, triffst du auch mal? Krasser Typ. Knochen. Danke. Ah, Plünderer, auf den habe ich überhaupt keine Lust. Moin. Das Schlimme ist bei den Plünderern, die können deine Waffen leider klauen. Mal zumachen. Da ist noch ein Skelett. Moin! Du verbrennst. Du verbrennst. Verbrennst immer noch. Hm, epischer Kampf. Haben wir noch zu futtern mit? Nein, zu futtern haben wir nicht genug mit. So, dann kann ich hier mal eben... Was ist denn? Mustard. Beans. Okay. Die Sticks können da rein. Netzwerkkabel kann da auch rein. Auch wenn er es gerade nicht abbauen kann. Ich habe gerade irgendwo eine Spinne gehört. Wir holen uns mal eben was zum Mampfen. Weil ohne Mampf kein Kampf, ne? Hat Opa schon gesagt. Und Opa hatte immer recht. Gut, Opa ist gestorben, weil er nichts zu essen hatte. Aber ist grundsätzlich egal. Hat er doch hier irgendwo so Unmengen an Brot. Wo habe ich denn das ganze Brot hingepfeffert? Weiß das einer so rein zufällig? Oh, hier habe ich noch Cheesies. Ein. Krass. Einen ganzen Cheesy habe ich noch. Das ist ja toll. Ne, echt. Krass. Übel. Dann essen wir mal den Cheesy. Scheißes aufnehmen, ne? Scheiße. Ja, das ist, wenn man keinen Platz im Inventar hat. Das ist schon mal ein bisschen nervig. Hm, Network-Cable, nett. Jupp. Haben wir jetzt alles drin. Das kann auch noch nach oben, das kann auch noch nach oben, das kann auch noch oben. So, das brauchen wir alles. Achso, gelbes Netzwerkkabel habe ich auch noch rumfliegen gehabt. Gut zu wissen. Was machen wir uns so Leckeres zu essen? Ist gebraten. Dann nehmen wir uns hier gebratenen Kabeljau mit. Sollte eigentlich reichen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir jetzt Folgen verlieren. Aus dem Live-Let's Play. Ich hoffe einfach, das geht alles gut. Das hoffe ich wirklich. So, warte mal, die Hundepfeife brauche ich nicht. Brauche ich gerade auch nicht. X kann ich auch hier oben reinschmeißen. Davon brauche ich auch nicht so viele. Die Mustard-Seeds, die hätte ich auch. Ist klar. Da habe ich echt Angst vor, dass wir da jetzt Folgen verlieren. Weil die Sachen, die ich im Livestream gemacht habe, im Live-Let's Play, die habe ich leider nicht mit aufgenommen. Weiß, ein bisschen dumm, aber so bin ich halt. Oh, bitte kein Creeper. Kein Creeper. Wie viel haben wir hier? Hier haben wir wieder Gold. Wie viel haben wir denn hier? Wie viel Gold haben wir denn hier? 31. Bei 31 Goldbarren dann wieder. Redstone haben wir genug. Eisen haben wir 2 Stacks sogar. Was? Okay. Amethyst haben wir 10 Stück. Nett. Das läuft auch noch alles, ne?
keep running with redstone signal. With operation possible, wait until... Do a single run. Yeah, keep running. Ach, das Ding hat dich angehalten, ne? Ja. Richtig. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's angehalten. Augenscheinlich. So. Ach so, der ging ja nicht so. Ja, ja. Hier unten ist der Atom. Hier oben brauche ich eigentlich gar nichts. Weiß nicht, warum ich jetzt hier hingegangen bin. So. Hier hinten ist meine Siedlung. Und das lasse ich erstmal alles hier liegen. Komme ich nicht durch. Was ich auch immer noch nicht verstanden habe, ist Folgendes. Muss man hier durch. Sollte vielleicht auch nicht so viel sprinten, weil dann verbrauche ich auch nicht so viel Energie. Was ich immer noch nicht, Schnauze, Weitländer, verstanden habe, ist, warum er hier jetzt eine andere Grastextur macht. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung, warum. Weil es ist eigentlich nichts anderes als normales Gras. Warum er da aus irgendeiner anderen Dimension jetzt meint, was hinkloppen zu müssen, soll er machen. Bin ich ganz ehrlich, dann soll er machen. Und es war übrigens ein Mega-Akt. Jetzt ohne Internet. Bei einem Server, wo der Online-Modus aktiv ist. Ist hinzukriegen, dass er den Usernamen wieder erkennt. Ich durfte jetzt am iPhone Hotspot anmachen. Was aber doof ist, wenn man ein begrenztes Datenvolumen hat. Und darüber habe ich es jetzt irgendwie geschafft, dass er den Namen wieder auflösen kann bei Mojang. Frag mich nicht wie, ich habe es irgendwie geschafft. Ich bin einfach nur froh, dass ich es irgendwie geschafft habe. Und es ist sehr... Man merkt erst, wie sehr man von Internet oder so abhängig ist, wenn du wirklich umziehst. Das ist wirklich... Das macht echt keinen Spaß. Also nicht, weil langweilig ist oder so, weil man zu tun ist eigentlich genug. Bin ich ganz ehrlich. In der neuen Wohnung und in der alten Wohnung, da muss ich halt noch reichen und Besen reinmachen. Und da ist halt leider noch so viel von meiner verstorbenen Mutter, so viel Scheiß drin gewesen, den ich nie benutzt habe. Das hat ein bisschen gedauert, bis das weg war. Also der Kai war ja auch, hat mir ja auch netterweise geholfen. Thun ist gleich tot. Und, wo willst du denn? Hey, achso, hier. Danke. Ein Schweinchen. Ich müsste dich eigentlich mit weglocken. Ach, egal. Ups. So. Hier würde ich gerne den Bahnhof hinsetzen. Ich weiß nur noch nicht wie. Theoretisch müsste ich hier die ganze Ebene jetzt wegmachen, damit ich eine glatte Fläche habe. Was ist das denn? Ach, so Kuh. Das wäre ein anderer Mob. Ja, wie gesagt, man merkt erst, wie abhängig man vom Internet ist, was Gaming angeht, weil ich konnte nichts starten. Ich konnte keinen einzigen Launcher starten. Ich habe dann so gedacht, hey, du hast ja noch den Origin Premium Game Pass. Dann kannst du da vielleicht ein bisschen was machen. Ich wollte Lego Star Wars auch aufnehmen. Ja, ne? Gut, dass ich das wollte. Origin hat sich so gedacht, nee. Geh mal weg. Weil, sobald du dann reingehst, das Spiel startet, wenn es gestartet, Chris über die Echse, kommt sofort. Die sind nicht mit. Es gab ein Problem mit der Netzwerkverbindung. Ja, no shit, Junge. Und daran liegen, dass ich kein Internet habe. Und dank Corona konnte mir die Telekom nicht zu 100% den Termin jetzt für den 10. auch zusagen. Für die neue Wohnung hier, dass ich hier Internet habe. Was ich auch unverschämt finde, ist die Preise für den Umzug bei der Telekom. Also, Freunde, da müssen wir mal echt drüber reden. Das ist ja, ist ja eine Frechheit, was die da verlangen. 80 Euro Bereitstellungsgebühren. Wofür? Dass der Techniker hier hinkommt, sich die drei Kabel anguckt, da eben misst, an die Telefonbuchse geht
da auch eben misst, ob da ein Signal ankommt. Und dann wieder geht. Das ist ein Akt von einer halben Stunde. Also wirklich von einer halben Stunde. Ich weiß, wovon ich rede. Ich durfte sowas auch schon oft genug machen. Aber da ich offiziell keinen Auftrag oder keine Schaltgenehmigung von Telekom habe, darf ich es bei mir selbst nicht machen. Das ist so dämlich. Es ist echt einfach nur dämlich. Kann ich eigentlich hier einen Knopf machen? Nee, ne? Schade. Na, warte mal. Ich kann doch hier mir die Säge holen. So, dann gebe ich mal eben kurz ein Brett ein. Brett Pit. Richtenholzbretter. Dann mache ich hier Plus. So. Gehe ich da drauf, mache ich das, habe ich das. Perfekt. Wenn ich das machen, hole ich mir den, habe ich den. So, kann ich mir den da hinstellen und jetzt kann ich mir einen Knopf machen. Ein Fichtenholzknopf. Aber wartet mal. Viel bessere Idee. Was ist denn mit so einem Illusionsblock? Haben wir ja im letzten Stream hinten bei Bunker Hill. Also nicht da, sondern dahinter bei Bunker Hill, Denkmal. Haben wir das ja gesehen, wie easy das funktioniert. Trink mal einen kurzen kleinen Schluck Kaffee, weil der Hals ist doch sehr trocken. Nur sofort wäre da. Das funktioniert, haben wir ja beim Bunker Hill-Denkmal gesehen. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch hier klappt. Weil ich habe die. So, theoretisch müsste ich das doch jetzt zurückbauen können. Ja, Blockrahmen, perfekt. So, und jetzt müsste ich doch diesen Illusionsblock, Knopf auch machen können, oder nicht? Staggered Metal. Aha. Ein Knopfrahmen. Davon brauche ich einen. Scheiße, ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Ich schmeiß mal eben kurz hier ein paar Fichtenholzblätter weg. Die braucht ja kein Mensch. Die Erde braucht auch kein Mensch, wenn man es ehrlich. Dann machen wir mal 5 Stück. Dann können wir die Dinger nämlich auch oben ins Inventar, ins Ringsrum schmeißen. Hab ich noch Redstone mit? Redstone habe ich mit. Sticks habe ich auch noch mit. Das ist gut. Ich brauche nämlich noch Fackeln. Fällt mir gerade so ein. So ganz charmant fällt mir das ein. Die Frage von wo rum. Ich würde gerne da hinten so hergehen. Bitte? Das sind meine eigenen, ne? Ja, okay. Ah, der gefällt mir nicht. Ach, brauche ich die, ne? Ja. So. Dann gehen wir hier so lang. Die Richtung so abdüsen. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ja. Da muss man hier müssen zwei Antriebsschienen hin. Heißt, das muss auch weg. Dann setze ich hier eine Fackel hin, da eine Fackel hin. Bring kurz hier rauf. Komme hier nicht wieder raus, weil ich intelligent bin. Nicht. Was kann ich denn mal eben kurz wegtun? Hier, Essen kann ich mal eben kurz wegtun. Nein, warte mal, man kann doch hier drauf springen, oder nicht? Zählt doch als Entität, oder nicht? Shit, zählt nicht als Entität. Ah, netter Versuch. Oh, wir müssen uns mal eben hinlegen. Haben wir schon 18? Ja, wir müssen uns hinlegen. Ich setze mal eben einen Erdblock hin, weil wir uns hinlegen müssen. Der wird ja richtig gut hier. Ah, 18, 32, 33, 34, 35. Hinlegen. Ich noch mal eben kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ja, oder auch nicht, aber ich trinke trotzdem einen. Ah, es gibt doch nichts über leckeren, schön warmen Kaffee. So, hier kommen die Antriebsschienchen jetzt drauf. So.
Kann ich theoretisch das Ding auch noch austauschen? Ja, müsste reichen. Perfekt. Ich will mal eben kurz was gucken. Wenn ich jetzt hier den Knopf drauf tue, ne? Eigentlich bräuchte ich die Fackeln gar nicht, oder? Theoretisch bräuchte ich die Fackeln gar nicht. A, generell nicht und B, auch praktisch nicht, weil theoretisch müsste er es mit dem Reds... Ah, jetzt habe ich eine App. Ja. Ha, funktioniert. Perfekt, so hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt muss ich aber hier wieder... Womit kann ich das jetzt abbauen? Verdammt. Mattock? Oh. Das klappt ja gut. Was sagen wir, Mattock können wir das nicht abbauen. Aktualisieren. Der Server jetzt offline? Ah, oh, wir haben den Server, glaube ich, gecrashed. Ja, wir haben den Server gecrashed. Gucken wir mal. Was hast du? This crash report was saved. Mm. Ja gut, dann lass... Ich glaube, wir lassen das dann erstmal. Shit. Richtig gut. Das klappt ja richtig gut. Das klappt ja richtig gut. Übrigens, die Folge wird ein bisschen länger. Nicht, weil er jetzt abgeschmiert ist, sondern generell hatte ich vor, die Folge länger zu machen. Übrigens, hier habe ich auch weitergemacht im Alpha World Whip Server. Ja, da habe ich Enetria mal ein bisschen, Elytria ein bisschen weiter ausgebaut. Wir haben da jetzt eine Schule. Eine Kaserne haben wir da, glaube ich, jetzt auch. Ein Stall müsste. Wenn nicht alles täuscht. Können wir mal gucken, ob wir wieder draufkommen. Ah, okay. Ist noch am Hochfahren. Auf jeden Fall haben wir da jetzt erstmal genug neue Sachen. Das ist schon mal ganz gut. Da werde ich auch, sobald ich wieder online bin, werde ich da auch versuchen, dass wir da ein paar mehr Folgen oder ein paar mehr Streams wieder zu machen. Vielleicht am Minecraft Monday oder Mittwoch. Obwohl Mittwoch würde ich das gerne machen. Was lustig ist, dass ich jetzt gerade sage, deswegen habe ich vorhin das Datum gesagt am Anfang. Weil diese Folge, die wird ungefähr Ende des Jahres, im Herbst wahrscheinlich kommen. Weil ich habe so viel vorproduziert. Ich habe knapp 160 Folgen vorproduziert. In der Hoffnung, dass wenn ich dann umziehe, wenn es soweit ist, dass ich dann in Ruhe umziehen kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Oh fuck, du musst da noch was hochladen, bla bla blub blub blub. Ja, würde man sagen, hat gut geklappt, ne? Das, ja, fast so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. So, anmelden, das sieht schon mal gut aus. Hoffe ich, verschlüsseln sieht auch gut aus. Ich hoffe nur, er schmeißt mich jetzt an die richtige Stelle raus. Wäre ganz nett. Dann schauen wir gut. Dann machen wir das. Ich weiß nicht, wo wir das machen sollten. Dann machen wir es mit einem normalen Steinknopf, ganz ehrlich. Aber das Design hinterher kann man ja immer wieder anpassen. Das ist ja das Schöne, ne? Player Announcement lädt er gerade. Das ist nett. Ah, hier ist er sogar. Ah, bevor ich den Knopf gelegt habe. Nochmal wieder Vollbild. Ehrlich. Nett. Müsste auch so einen Knopf machen können, ne? Fichtenholzknopf. Jo, danke. Perfekt. Deutsch müsste ich auch sogar... Ach nee, das geht gerade nicht, weil ich keinen Platz dafür habe. Wo hab ich die Erde denn jetzt hingeschmissen? Ich meine, ich habe hier einen Stack, aber das ist ja nicht die Originalerde. So, dann machen wir hier den Fichtenholzknopf hin. Ja, das reicht. So, dann bauen wir uns hier mal schön munter weiter nach vorne. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie Angst jetzt. Ich hab doch noch Sticks, ne? Oder eine Schaufel machen wir nicht. Ich habe keine Sticks mehr. Achso, die habe ich ja gerade für die Redstone-Fackeln verballert, ich Idiot. Weißt du was, dann mache ich mir noch zwei Iron Mattocks, gutes.
Als das Ding dann kaputt geht, geht's halt kaputt. So. Und hierfür brauche ich jetzt die Redstone-Fackel. Solcher Geschichten. So Steigungen und so. Dafür können wir jetzt Redstone-Fackeln nutzen. Können die... Ach, die können nicht um Kurven gehen, ne? Das ist ärgerlich. Für so Steigungen können wir dann Redstone-Fackeln benutzen. Oh, wie lange geht denn das Signal? Ah, hier ist... Ne, hier ist... Geht immer noch hin. Alter. Ist von der einen Fackel? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Signal so lange hält. Das Ende. Okay, na ist gut. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das Signal so lang geht. Ah komm, können wir hier durch die schöne Landschaft. Jetzt mal einfach kaputt schlagen, weil es im Weg steht. Achso, wenn der Server zwischendurch ruckelt, dann tut es mir sehr leid. Ich kann da leider nichts dran ändern, weil wie gesagt, er versucht ganz halt den Online-Modus aufrechtzuerhalten, wenn man, obwohl ich halt offline bin. Das ist, ja, ne? Nicht ganz so produktiv. Warte mal, wenn ich M drücke? Okay, die Taste funktioniert auch wieder nicht. Ach, hier hast du jetzt kein Signal oder was? Ah, Server spackt wieder rum. Mal sagen, der ist so ein paar Ticks auf. Hallo. Spiel. Ich würde das gerne aufnehmen. Ah. Dankeschön. Sehr nett. Fast schon zu freundlich. Auch nur fast. Jetzt. Oh, Craft Shrieker funktioniert anscheinend auch nicht. Komm auch nicht ins Inventar. Wieso gibt der mir das jetzt nicht automatisch? Eigentlich sollte er mir das automatisch geben. Naja, gut, was soll's. Gibt Schlimmeres im Leben. Deutlich Schlimmeres. Oh, Scheiße. Ich muss eine Kurve machen. Fuck. Obwohl, ich wollte eh mehr in. Die Richtung. Das ist der Vorteil, wir haben ja Eisen ohne Ende. Das ist unser gigantischer Vorteil. Wenn wir gefühlt überall Eisen haben. Aha. So, wie lange geht das Signal? Geht immer noch. Immer noch. Geht immer noch. Hier müsste Ende sein. Ob ich das jetzt gemacht habe, das weiß ich gerade auch nicht, weil das war eigentlich relativ doof. Und relativ meine ich sehr doof. Oh, ich habe E gedrückt. Das war aber gefährlich. Zack, zack. Ja, gut, ich wollte dich da nicht placen, aber gutes Gespräch. Grundsätzlich sehr gutes Gespräch. Muss ich ja zugeben. Das muss weg. Dahin mache. Nein, komm her. Oh. Ich habe eine Schiene verloren. Die ist mir davon geglitten. Bis hier oben hin geht das Signal. Ja, nice. Ja. Oh. Ah, da hinten ist Kais Bude. Das ist gut. Theoretisch könnte ich ja hier so eine Eisenbahnschienenbrücke Kackding hinbauen. Also, hier. Wisst ihr, was ich mit Kackding meine? Hoffe ich. Hat gesagt, das ist Kacke. Nein, ist es nicht. So meinte ich das nicht.
Das ist perfekt. Setze hier die Lore drauf. Und go. Das ist perfekt. Jo, dich wollte ich noch wegkloppen, ne? Kloppen wir dich mal kurz weg hier. Und tschüss. Oh, da oben ist noch was. Du hast da mit dem Baum nichts zu tun. Du hast mit dem Baum nichts zu tun. Du schon. Aber dafür hast du damit nichts zu tun. Oh. Dankeschön. Achso, habe ich wieder keinen Platz im Inventar? Oder der Server spackt wiederum. Das kann auch sein. Dann machen wir hier so einen kleinen Bahnhof hin. Ich weiß noch nicht genau, wie der aussehen wird, aber das ist ja nicht schlimm. Also ich glaube, na, die Folge wird jetzt doch nicht länger. Ich werde zwei Folgen dann machen. Und so wie gesagt, mit dem Bauprojekt sind wir hier eh noch ein paar Folgen beschäftigt. Das ist ja ganz klar. Aber ich finde, es gibt deutlich Schlimmeres, weil wir müssen hier hinten, hier müssen wir jetzt leider eine Brücke machen. Damit wir da vernünftig drüber kommen. Habe ich den Bilder-Stuff dabei? Natürlich nicht, ne? Schade. Wie viele Schienen habe ich noch? Oh gut, das sollte reichen. Not kann ich immer noch welche machen. Ja gut, wir sehen uns in der nächsten Folge, weil der Kaffee meldet sich. Das war vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Ich weiß immer noch nicht, warum das jetzt hier diese Dimension ist. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Da ist irgendwas in der Region Data kaputt gegangen. Da muss ich echt auch mal jetzt die Tage bei gucken. Auf jeden Fall grüßt ihr mein Zukunfts-Ich. Warnt ihr vor, dass man nicht so viel Kaffee trinken sollte, wenn man Aufnahmen macht. Und ja, dann bauen wir die nächsten 2, 3, 4, 5 Millionen Folgen hier unsere Eisenbahnstrecke weiter aus, weil ich denke, das hier wird ein viel schnelleres Transportmittel werden als zu Fuß als zu machen, aber selbst mit den Waystones. Müssen wir auch nochmal gucken auf der Map, wie wir das vernünftig anordnen, dass das auch Sinn ergibt. Aber ich denke, das kann alles mein Zukunfts-Ich machen. Da bin ich dann nämlich fein raus. Auf jeden Fall, danke fürs wieder dabei sein und nochmal fette Sorry, dass ich zu blöd war, die Sachen vorher hochzuladen, damit wir keinen Folgenstopp haben. Ja, ich werde daraus lernen, hoffe ich. So wie ich mich kenne, wahrscheinlich nicht, aber ja. Wir sehen und hören uns gleich wieder. Bis gleich.